Wir sind mitten im Kampf. Oh Gott, den konnte man doch nur... Oh, mit Doppeldingens. Wo sind meine Leute? Da. B, B, B. B. Oh. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Und nochmal, nochmal, nochmal. Ein noch. Jawoll. So, jetzt die Orks hier wieder. Oh, Gott sei Dank. Wieder die mit goldener Maske und ohne. Okay, erstmal den normalen hier weg. Gut, gut, gut. Okay, Einzelkampf. Komm schon, komm schon, komm schon. Einer muss mal irgendwo mit goldener Maske rumrennen. Oder haben wir dem die Maske schon abgehauen? Das ist sowieso, da ist die goldene Maske. Ja, mit jedem Tod verlieren wir immer ein paar unserer Stats. Mann! Ja, ja, ja! Können die dann bei Bedarf wieder einsammeln? Niederlage und Tod kam über uns. Allein. Nichts als einem Eichenast als Schild in Händen. Bosskampf! Ich vermute mal, wir müssen uns wieder zusammenschließen. Weil wir dem sonst nicht entgegenkommen. Okay, wir kommen da überhaupt nicht ran. Dann müssen wir jetzt... Da muss ich überlegen. Wie kommen wir am besten an ihn ran? B, 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 B! Oh nein! Oh nein, ich habe nicht mit Quicktime gerechnet. Ah, oh, Moment. Moment. Nein. Da. Ah, 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 ah. Gott. Wer rechnet denn mit Quicktime? Ich, 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 ich. Ah. Alter, ich hab's nicht mit Quicktime-Events. Okay, also wir können immer mal wieder... Kommen wir an ihn ran und müssen ihn dann Quicktime-mäßig wohl irgendwie besiegen. Herz hineinsammeln. Aufpassen. Wer hatte denn einen Hammer? Weiß es nicht, war er das nicht? Da, Moment. Kaputt machen.
Komm her. Vielleicht kriegen wir das ja zu zweit kaputt. Oder wir nehmen einfach den Typ mit dem Hammer. XXX. Nein, nicht wechseln! Nicht wechseln! Nein, BBB! Hoppala. Okay, okay. Also Quicktime-Events sind definitiv nicht meine Stärke. Wie man wahrscheinlich gerade schon unschwer erkennen konnte. Jetzt erstmal wieder ein paar Orks kaputt machen. So, was ist hier? Verwende einen Flegel, um Lego-Harten zu verwenden. Nur einmal drücken ist nein immer. Okay. Ah. B. Zack, da ist die Hand ab. Dieses Geräusch. Damals sagte ich mir, diesem einen kann ich König nennen. Und der bleiche Ork, was ist aus ihm geworden? Dieser Abschaum ist vor langem an seinen Wunden verreckt. Errungenschaft, kroch in das Loch zurück. Boah, das ist so eine gute Geschichte. Leider nicht den Meisterlieb geschafft. Ich verstehe das immer noch nicht mit diesen Ereignissen. Vor allem jetzt sind die etwas anders. Oder sind das dann so Punkte wie zum Beispiel mit dem Händler eben oder sowas? Dass man dort dann Sachen tauschen kann oder... Ich weiß auch nicht. Die Gemeinschaft baute ihr Lager ab und wanderte weiter.
Als sie zur letzten Brücke zum Tal der Trollhöhen aufbrachen, spukten die Geschehnisse der Nacht noch in Bilbos Kopf herum. So, das ist jetzt quasi wieder freies Spiel. Moment. Ach, hier haben wir jetzt Charaktermenü, okay. Nein, Moment, will ich gar nicht. Ich wollte Charaktere. Heute. Schatzgepäck. Nein. Weiß ich nicht. Muss ich in der nächsten Pause hoffe ich mal, dass ich daran denke. Super, gut. Ja, das hatten wir ja gerade. Kann Kumpel sein, rissige Lego-Platten zerstören. Na gut, das muss man dann bei Bedarf durchgucken. Aber wie können wir denn Karte ansehen? Soll es irgendwo einen guten Grabungsort geben. Ach so, okay. Okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Kommen wir da so hoch? Nein. Mal umgucken. Ich hörte, hier soll es irgendwo einen guten Grabungsort geben. Da, okay. Müssen wir wahrscheinlich einmal rum. Das heißt, das sind dann wahrscheinlich diese Ereignisse oder sowas, die... Kommen wir denn da hin? Hä? Das sind dann wahrscheinlich diese Ereignisse, um die es geht. Die wir uns freispielen können. Ich möchte jetzt wissen, wie man da hinkommt. Das machen wir jetzt. Und das mit ihm? Das ist nur ein NPC, okay. Wie kommen wir denn da hin? Okay, wir gucken noch mal einmal kurz auf die Karte. Ob es einen gibt, der besser zu erreichen ist. So, da ist doch... Genau, ich möchte diesen Stein festlegen. Wir nehmen jetzt mal den. Der liegt nämlich auf dem Weg. Man, wollt ihr mich veräppeln? Wie komme ich denn da hin? Ja. Ah, okay. Was ist das? Ach so, okay. Das ist das, was ich vorher schon mal erklärt hatte. Geschichte ist im Prinzip das, was wir ja die ganze Zeit spielen. Und freies Spiel ist eben das, wo man sich dann sämtliche Charaktere aussuchen kann, um die ganzen Schätze zu finden, und weil man da oft einfach nicht drankommt mit einigen Charakteren. Was ist das? Okay, da brauchen wir wohl was Bestimmtes für. Große Charaktere und jene, die besonders stark sind, können Lego-Gegenstände mit großen orangenen Griffen bewegen. Ach so. Nein. Festhalten. Haben wir denn jemand Großen? Goldene Haken. Nein. Wir haben niemand Großen. Okay, das heißt, wir kommen an diesen Stein schon gar nicht ran. Sag ich jetzt einfach mal so. Vermute ich einfach mal. Aber da ist doch noch einer. Wo ist denn der andere? Hallo? Ja. Der muss doch auch hier irgendwo sein.
Müsste ich doch jetzt quasi draufstehen, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Was ist das für eine Tür? Probieren. Ah, hier ist der Lego-Stein, oder was? Wenn alles steht am rechten Platz, so zeigt sich endlich auch mein Schatz. Feste Erde zu Füßen beginnt unsere Reise und am klaren Himmel ziehen Adler ihre Kreise. Üppiger Wälderrauschen ist im Westen zu hören, als die Feuer des Ostens einstige Ruhe stören. Der Schildermacher. Okay. Das heißt, wir müssen vermutlich einfach mal jetzt alles hier sortieren. Ach Gott, sag nicht, wir müssen die... wir müssen die Pfeile sortieren. Okay. Moment. Feste Erde. Okay, ich schreibe mir das jetzt immer mit. Sonst muss ich ja noch 15 mal gucken. So. Gelb. Nach unten. Einen klaren Himmel. Blau ist also nach oben. Die Wälder. Grün. Das Westen, also links. Und Feuerrot ist Osten. Das ist rechts. Gut. Dann. Oh, ich bin da zweimal grün. Welches ist denn da von Erde? Okay, das ist auf jeden Fall blau. Wie kriegen wir den denn gedreht? Moment, pass auf, wir fangen mit Rot an. Der ist schon mal richtig. Blau müssen wir da vielleicht jemand anders für nehmen? Warte mal. Hier haben wir grün. Grün muss in die andere Richtung. Gut. Da nehmen wir den mit dem Hammer mal. Das ist er. Kann er das kaputt machen? Nein, ich will das nicht immer sehen. Achso, da ist wahrscheinlich der Schatz drin. Ach, muss man das abschießen oder so? Warte mal. Also, das ist der blaue, der muss natürlich nach oben und der gelbe muss nach unten. Oh, hier rüber. Oh no. Erde zu Füßen beginnt unsere Reise. Im klaren Himmel ziehen Adler ihre Kreise. Die sind doch jetzt richtig, oder nicht? Ach, hier gibt's... Ach, die müssen alle in die richtige Richtung stehen, okay. Gibt's hier noch mehr? Bestimmt, ne? Grün ist noch richtig rum? Grün ist noch richtig rum. Nein, nicht den grünen umdrehen. So, okay, da ist ein blauer Moment. Da brauchen wir hier den Schleudermann. Nein! Hör auf! Nee, gar nicht. Welcher ist das denn mit dem... Moment. Kleine Leo.
Goldene Lego-Haar. Goldene Lego-Haar. Ja, ah, ah. Gut. So. So, der blaue muss nach oben. Machen wir da wieder Gandalf. Immer noch nicht alles. Was haben wir denn hier? So, Silber, ne? Da wird doch bestimmt noch mal was. Oder habe ich noch Haken hier vorne übersehen oder so? Da sind auch noch Haken, okay. Okay, rüber, rauf. So. Orange muss runter. Und grün in die andere Richtung. Boah, da sind noch mehr. Oh Gott. Ich vermute mal unter diesen silbernen Dingern hier. Moment. Wer kann denn? Der kann das ja auch nicht, ne? Philly? Das kann ich. Kann ich das? Moment, da muss ich bestimmt Kumpel-Action machen. Ups, oder? Oder auch nicht. Wer kann die Dinger kaputt machen? Nun gut, ich versuche das jetzt rauszufinden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dann.